Herzlich willkommen beim Gastredner. Und auch heute wieder habe ich einen besonderen Gast, den Namen habe ich fast vergessen, aber nein, doch, der Name, das ist ein Lerncoach, der heißt Hofmann, Markus Hofmann. Markus, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Lieber Thomas, ich freue mich auch, bei dir mit dabei zu sein und danke für die Einladung. Ich habe es geahnt, mit Markus sowas zu machen, das geht nie so glatt, wie du dir das vorstellst. Wie war nochmal dein Name? Udo Lindenberg oder sowas. Udo Lindenberg, ganz genau. So. Genau. Und, aber weißt du, wenn man den Namen Markus Hofmann bei Wikipedia eingibt, dann gibt es also einen Politiker. Passt nicht. Es gibt einen Priester, das könnte schon, nee, das passt auch nicht. Der Dekan ist es, der Dekan. Markus Hofmann, der Dekan, passt auch nicht. Dann gibt es einen Schauspieler und es gibt einen Gedächtnistrainer. Und das bist du, gell? Das bin ich, genau. Experte für mentale Fitness und geistige Fitness. Du kommst aus einer Fernburg, nee, aus Naburg. Naburg bist du geboren, das ist ja schon lange her. Naburg. Naburg mit Doppelbertha. Naburg. Also ganz ehrlich, die Recherche bei Wikipedia ist lausig. Die ist absolut lausig. Was da Wahnsinn. Steht, da müsste man mal gucken, ob wir das nicht irgendwie ändern können. Aber ich weiß, dass du mal was ganz Ordentliches gelernt hast. Du bist Bankkaufmann. Ich weiß nicht, ob das was Ordentliches ist, aber es ist richtig. Ich habe Bankkaufmann gelernt, weißt du? Ja, aber eigentlich bist du ja Wirt. Stimmt, ne? Marketingwirt bin ich, genau. Genau, Marketingwirt. Und das sogar mit Diplom-Marketingwirt. Das ist ja irre. Und dann bist du auch noch was ganz anderes. Mentaler Aktivierungstrainer, ey. Unglaublich. Ja, das ist im Prinzip das, was jeder machen darf, bevor du eine geistige Höchstleistung vollbringen willst. Also bevor du zum Beispiel mit einem Kunden dich unterhältst oder eine Prüfung schreibst oder eine freie Rede hältst oder egal was geistige Höchstleistung erfordert, dich kurz vorher geistig aktivieren. Ja, und deswegen hast du ja auch mal einen Weiterbildungspreis bekommen und du bist sogar, also das muss man auch sagen, Markus ist einer, der nicht nur reden kann, der kann sich auch Dinge merken und der hat was zu sagen. Und weil er was zu sagen hat, da hat er 2014 und 2017 mal einen Preis bekommen als Top-Speaker. Wie cool ist das denn? Ey, ich finde das klasse, dass ich mal mit einem Top-Speaker sprechen darf. Ja, ich meine, wir sind ja alle irgendwie Plauderer, weißt du? Also du, ich, alle, die bei der GSA mit dabei sind. Ich meine, wir hören uns ja auch gern reden in gewisser Weise, ja? Und wenn man das öfter macht, dann kann es sein, dass der ein oder andere das vielleicht auch manchmal ganz nett findet oder ein paar Impulse mitnimmt. Ups, mein Stuhl bricht gleich hier zusammen. Naja, unter dieser Last dieser bedeutenden Persönlichkeit, da hätte ich es als Stuhl aber, glaube ich, auch nicht so einfach. Ich mag die Art, wie du denkst. Ist gut, ne? Alles klar, wir können uns stundenlang unterhalten, aber ich weiß, du bringst dir Leute dazu, was zu vergessen. Auf der Bühne was zu vergessen. Und zwar bringst du die Leute dazu, die Zeit zu vergessen auf der Bühne. Weil wenn du sprichst, boah, ich kann mich an etwas erinnern, und das muss ich unseren Zuhörern und Zuschauern einfach mal erzählen. Man stelle sich das vor in einer Riesenarena. 15.000 Menschen sitzen da. 15.000 Menschen. Da vorne ist so ein kleiner Mann auf der Bühne, weil der ist so weit weg, den sieht man gar nicht so richtig. Und der erzählt irre Inhalte. Und das macht er nicht nur einmal. Ich kann mich an eins erinnern, das mich so berührt hat. Du hast eine Laudatio gehalten. Das war für mich die beste Laudatio, nicht um dir zu schmeicheln, die ich je gehört habe in meinem Leben, und zwar für den leider schon verstorbenen Rüdiger Nehberg. Da hast du eine Laudatio gehalten und Markus, ich muss das sagen, mir sind die Tränen dabei gekommen, weil ich ihn ja auch persönlich kenne und weiß, was er getan hat. Und das hast du so fantastisch gemacht. Natürlich ganz ohne Spickzettel, ist ja klar, für einen Gedächtnistrainer gehört sich das so. Aber das war einfach cool, muss ich sagen. Also ich. Ja, du, das war ein, also ganz ehrlich, also die Rede ist ja noch zu finden, auch auf meinem YouTube-Kanal. Die habe ich auch so betitelt, die Rede meines Lebens. Ja. Und so sehe ich das auch, weil ich tatsächlich das erste Mal so richtig gespürt habe, wie Worte wirken können und wie Worte etwas bewegen können, was man am Anfang nicht gedacht hat. Es war eine kurze Rede, es war 14, 15 Minuten oder sowas. Und diese Energie, die dadurch in den Raum erzeugt worden ist und vor allen Dingen, was Rüdiger davon auch an Welle mitbekommen hat. Ich meine, der steht ja nach wie vor, der Name Rüdiger Nehberg, für die Menschenrechtsorganisation Target, für die ich mich sehr auch einsetze, immer noch einsetze. Und die Idee von Rüdiger lebt ja auch weiter. Haben wir
keine Ahnung, wie viel Hunderttausende Euro innerhalb von 15 Minuten mit Unglaublich. diesen Worten gesammelt. Und da bin ich wirklich stolz drauf. Das ist, und deswegen habe ich das auch so betitelt, die Rede meines Lebens gewesen. Ja. Da weißt du, Markus, war genau das ist ja der Punkt. Dieser Podcast heißt ja Erfolg braucht Verantwortung. Und du hast Verantwortung für das Wort, das du auf der Bühne sprichst. Und das Wort, das du auf der Bühne sprichst, das kann in den positiven Richtungen schwenken, das kann total in die negative Und Richtung jeder, schwenken. der auf der Bühne steht im Ganz Grunde genommen, genau. hat hier eine Verantwortung. Weißt du, Jeder. weil wenn wir was sagen, das sind ja auch in gewisser Weise so, es gibt ja viele Leuchttürme da draußen, an denen man sich orientieren kann. Und jeder, der diesen Schritt auf die Bühne wagt und etwas mitzuteilen hat, egal in welche Richtung, der trägt tatsächlich Verantwortung. Und ich denke mir immer, weißt du, die Intention, die dahinter steht. Und da ist es egal, ob du ein guter Redner bist, ein guter Präsentator. Die Intention, wenn die positiv ist und du mit voller Inbrunst, mit vollem Elan für diese Sache brennst, dann ist es immer gut, nach vorne zu gehen und die Fahne hochzuhalten. Und bei mir war es halt diese, oder ist es die Menschenrechtsorganisation Target mit Rüdiger und Annette Neberg. Rüdiger ist ja leider Gottes letztes Jahr verstorben, dass wir hier wirklich auch was immer, also die Frage ist, wie bringen wir Menschen weiter? Wie bringen wir Menschen auf ein höheres Niveau, auf ein anderes Niveau? Wie kriegen wir Blickwinkelveränderungen, Perspektivenwechsel hin, dass wir die Welt tatsächlich zu einem besseren Ort machen? Und für, weißt du, und wenn wir das mit unserer Stimme, mit unserem Gesagten hinbekommen, du, dann hat sich das Leben schon gelohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das immer mit kleinen Schritten funktioniert. Immer mit Ja. kleinen Schritten und jedes Wort, das wir sprechen. Deswegen ist das manchmal so wichtig, auf die Worte zu achten. Es gibt schon René Bourbonus, diesen wunderbaren, sein wunderbares Gedicht. Achte auf deine Worte. Achte auf deine Worte. Das ist so bewegend und es ist so wunderbar, weil er genau das ausdrückt, was wir zu sagen haben und was wir damit bezwecken, ganz klar. Aber du hast ja auch ganz bedeutende Sachen gemacht. Du warst ja auch schon 2005 im Fernsehen. Bei Ja, Thomas lange ist Gottschalk. Wetten, her. das und weißt du, und liebe Zuschauer, was er da gemacht hat, er hat eine ganz bedeutende Sache gemacht, eine ganz bedeutende Wette aus 100 Kills, 100 schottischen Kills, hat er so die herausgekriegt oder die wiedererkannt. Ich glaube, wo war das? Es ging dann um Ja, also 100 schottische Tartans anhand vom Muster erkannt. Anhand Genau, von das war die Wette bei und Wetten, das. du durftest nicht unter den Kills schauen, stimmt's? Nein, genau, das war im Prinzip habe ich das mit der kleinen Julia gemacht. Das war die Kinderwette, die ich darauf Also, vorbereitet habe. okay. Und weil, weißt du, wenn ich das mache, dann weiß jeder, ja klar, der Hofmann, der kann das. Aber ich habe das der Julia gezeigt und die konnte das sofort umsetzen und hat dann diese Wette dann, das war die größte Indoor-Wette, was Wetten, das hatte. Konnte die da performen und nicht nur, dass sie Wettkönig geworden ist, sie hat ja diese Techniken dann auch in der Schule angewandt. Also die konnte dann ihren Notendurchschnitt massiv verbessern. Also sie konnte in Geschichte von einer 5 auf eine 2, Erdkunde 4 auf eine 2 und in Englisch von 3 auf eine 1, nur weil sie eine Technik benutzt hat. Also das Wetten, das ist ja letztendlich so eine Spielerei. Das ist ein Nebenprodukt, das dann da entsteht. Aber in Wirklichkeit kannst du diese Techniken ja im Business anwenden, wenn du eine freie Rede dir merken möchtest, wenn du Argumente für ein Kundengespräch, wenn du dir Witze merken möchtest, wenn du gut in der Schule sein möchtest, wenn du diesen Vorsprung durch Wissen haben möchtest. Um das geht es ja letztendlich. Das ist ja unglaublich. Du machst ja, darum kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber ich will nur mal ganz kurz so skizzieren, was du sonst noch alles machst. Du machst ja zum Beispiel bei 600 Leuten PricewaterhouseCoopers, da machst du Veranstaltungen. Du bist bei der Lufthansa und hast da verschiedene Sachen, Funke Mediengruppe, Roadshow für die Deutsche Bank und du hast im Jumeirah Beach Hotel in Dubai eine tolle Sache gemacht, Marketing-Sales-Event mit ganz Ja, vielen Leuten. weißt du, weil das ist ja genau der Punkt. Weißt du, letztendlich kannst du diese Technik, also die Basis für alles, was wir in unserem Leben brauchen, sei es jetzt persönlicher Erfolg, beruflicher Erfolg, der neue Karriereschritt, dass ich gut in der Schule abschneide, alles hängt mit unserem Gehirn, Klammer auf, mit unserem Gedächtnis zusammen. Das ist die Basis. Und das in Dubai, das war halt eine sehr spannende Marketingveranstaltung. Da wollte der Marketingchef von Jabra, das sind diese Kopfhörer, Ja, vielleicht habe ich auch einen. hast du einen, ja? Ich habe einen, so einen kleinen. Weltweit sind die dann gekommen und das war ein Vortrag auf Englisch und der hat ein neues Produkt daraus gebracht. Und er wollte, dass er innerhalb von diesen 45 Minuten, die ich hatte, den USP von diesem neuen Kopfhörer im Kopf der Verkäufer verankert.
Halt, das ich muss ihn noch jeder. einhaken, weil für die Leute, manche sitzen ja da und sagen, USB, 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 Unique Selling Proposition, also die Einzigartigkeit dieses Artikels, da Der kann man das so einzigartige sagen, ja? Ja, Verkaufsvorteil also von diesem genau, Ding. ja, Und richtig. dass jeder auf dem gleichen Stand ist. Und zwar in kürzester Zeit, dass jeder mit dem gleichen Wissen rausgeht. Und das war ein riesen Ding, war das. Und die hatten da 10 Punkte und jeder von den 300 Gästen sollte das dann im Kopf verankert haben. Und das ist natürlich ein riesen Mehrwert für eine Firma. Und das hat auch geklappt. Das haben die geschafft. Das haben die hingekriegt. Absolut. Jetzt lass uns mal ein bisschen über diese Techniken sprechen. Das ist ja so fantastisch, was es alles gibt, was man machen kann. Was gibt es denn da für Techniken, die man da so Ja anwenden gut, die kann? Techniken, die ich den Menschen in meinen Vorträgen, Webinaren, Seminaren zeige, das sind die altgriechischen Mnemotechniken. Okay. Mnemo kommt von der Namensgeberin Mnemosyne, das ist die Geliebte vom Zeus, die Mutter der Musen. Und die Mnemotechnik, die haben die alten Griechen schon wirklich erfolgreich angewandt. Der gute Cicero hat seine 4, 5-stündigen Reden genau mit dieser Technik sich gemerkt. Cool. Und der hat mentale Briefkästen hat der installiert, Ach in so. die er dann Schlüsselwörter abgelegt hat. Weil letztendlich, lieber Udo, wenn du mal an deine Schulzeit zurückdenkst, an das Oh. Thema, vielleicht hast du schon mal einen Spickzettel. Ne, vielleicht kennst du jemanden, der schon mal einen Spickzettel geschrieben Hallo, hat. ich hatte Spickzettel, aber ich habe gemerkt, das war so scheiße schwierig, die unbemerkt rauszukriegen. Also Spickzettel waren irgendwie doof. Genau, Spickzettel, that's a fucking problem. Die meisten, also wie die Franzosen sagen, ja. Also du hast den, aber du kannst nicht drauf gucken, weil du extrem viel Stress hast. So, Ja. und weißt du, wie wäre es, wenn du jetzt diesen Spickzettel oder wenn du auf deinen Spickzettel geguckt hast, wie du den geschrieben hast, sind da ganze Sätze drauf gestanden oder was hast du da drauf geschrieben? Ja, niemals ganze Sätze. Das waren Sondern, Stichworte. Also Stichworte. Meist genau. war das irgendwo, was weiß ich, Atommodell. Und dann habe ich mir Genau. ein Bild gemacht davon und dann, das war mit einem Wort beschrieben so. Genau, und dieses eine Schlüsselwort hat dir geholfen, auf das Wissen, was dahinter gestanden ist, wieder zugreifen zu können, weil du dir Gedanken dazu gemacht hast. Das ist ja ein guter Spickzettel. Wenn du guten Rednern auf den Spickzettel guckst, da sind da 5 bis 10 Schlüsselwörter sind da drauf. Also ein Politiker, da guckst du drauf und da stehen 5 Schlüsselwörter drauf zum Thema Arbeitsmarktpolitik, dann kann der 5 Minuten drüber reden. Das nächste Mal ist Wehrhaushalt, dann kann der da drüber reden. Corona-Maßnahmen, dann kann der Stundenlang, Lauterbach stundenlang. Stunden reden und weißt du, und keiner kann ihn abschalten. Ja? Oh mein Gott, ich sage, okay, anderes Thema. Aber du siehst, ein Schlüsselwort reicht in der Regel aus. Ganz banales Beispiel, wenn du einen Einkaufszettel schreibst, da steht nicht drauf, morgen muss ich noch in den Supermarkt fahren und 10 Eier einkaufen, sondern was steht auf den Einkaufszettel drauf? Ja, 10 Eier steht 10 drauf. Eier. Ja, Und das reicht vollkommen aus, um diesen genau. Handlungsablauf, der dahinter Dauert steht, nur ewig, bis ich abzubilden. die 10 Eier gemalt habe. Das ist blöd. Ja, genau. Also du weißt, 10 Eier, das heißt, ins Auto reinsetzen, zum Supermarkt fahren, Parkplatz suchen, durch die Gänge gehen, Eier suchen, zur Kasse gehen, Geld rausnehmen, bezahlen, heimfahren, Eier in den Kühlschrank einräumen. Das ist alles an einem Wort Eier abgespeichert. Weil du weißt, was der Prozess dahinter ist, wenn du das schon mal gemacht hast. Ja, ja, Wenn du es natürlich, wenn du noch nie eingekauft gegangen bist, dann muss man erstmal, ja klar, dann musst du erstmal, pass mal auf, stellst dich ins Auto, fahr dann dorthin, da musst du das alles aufschreiben. Aber sonst reicht Eier aus. Und das ist auch bei einem guten Verkäufer oder Ja. einem guten Redner oder einer, der in einer Prüfung drin sitzt, wie du, der zum Beispiel das Atommodell einfach mit einem Schlüsselwort sich abgespeichert hat. Also es geht immer um ein gutes Schlüsselwort, was ich brauche und das ich dann in einem mentalen Briefkasten hier oben ablege. Warum mentaler Briefkasten? Warum findest du deine Post zu Hause, Udo? Na, weil ich genau weiß, wo sie ist. Genau, weil du weißt, wo der Briefkasten ist. Und jetzt Ja, angenommen, du richtig. hättest einen kreativen Postboten zu Hause, der eines Tages die Briefe in die Mikrowelle, dann ins Baumhaus, dann auf die Toilette legen würde, dann wäre das so wie Ostereier suchen, aber irgendwann sagst du zu dem Knaben, Junge, leg die Post bitte da ab, wo ich sie auch immer wieder finde. Und genauso verhält es sich mit Informationen, die du in deinem Kopf dir merken möchtest. Du brauchst diesen mentalen Briefkasten, wo du eine Information ablegst, damit du später, wenn du die Information suchst, zum Beispiel freie Rede, zum Beispiel ein Witz, zum Beispiel Stichwörter für eine Prüfung, dass du genau zu diesem Ort hingehst, diesen mentalen Briefkasten aufmachst und dort genau diese Information wiederfindest, in dem Moment, wo du es brauchst.
Und das zeige ich meinen Teilnehmern, meinen Lesern. Und das Coole ist ja, ich muss ja was zeigen. Also es ist ja, es, ich muss ja was zeigen. Also man kann ja auch einfach unvergesslich sein. Das ist, hallo, Hallöchen. du weißt es, das ist diese Box, die ich bei dir bestellt habe nach einem Webinar, was du gehalten hast. Du Das warst ist es. ganz, ja, ich war es, jetzt hast du nur noch eins, ne? Jetzt habe ich nur noch die eine da zu Hause, Ja, ja? und ey, diese Box, ich will jetzt nun keine Werbung machen für dich, aber die ist so cool, weil da kannst du alles, da kannst du Das Namen, ist mein Baby, ganz ehrlich. ja, Das ist mein so. Baby, das ist mein Lehrgang für zu Hause, weil da habe ich alles, was zum Thema Gedächtnis drin gibt, zusammengefasst. Und So, dann und jetzt. da hast du meinen Trainingszustand in 2, 2, 3,5 Wochen. So, und jetzt werden wir ein kleines Experiment machen. Jetzt zeige ich unseren Zuhörern, Zuschauern, wie das funktioniert, weil du kannst jetzt was erraten, was ich mir Bilder machen. Also, ich hab so eine PIN-Nummer, weißt du, eine PIN-Nummer für mein Firmenkonto. So, und jetzt, ich erzähle dir eine ganz kleine Geschichte und du weißt, wie meine Da bin PIN-Nummer ich ist. gespannt. Da bist du ganz gespannt. Wenn ich zum Beispiel in die Bank komme, dann ist das Erste, was man von mir sieht, ein Ei. Man sieht Aha. als Erstes dieses Ei, weil das habe ich auf einen Dreizack gespannt. Und die Leute gucken dann immer ganz blöd und sind völlig irritiert, weil da unten diese ganzen Zwerge rumlaufen vor meinen Füßen. Ich mag die auch nicht. Und weil ich die nicht mag, dann schiebe ich die rechts und links mit der Hand weg. Und jetzt werden die Zuhörer sagen, was ist denn das für ein Blödsinn? Aber du weißt genau, wie meine PIN-Nummer jetzt ist. Das ist nicht dein Ernst. Das ist wirklich deine PIN-Nummer. Das ist meine PIN-Nummer, ist kein Du hast mir Scheiß. jetzt gerade deine PIN-Nummer verraten. Ja. Alter Verwalter, sage ich da nur. Nein, das ist eine PIN-Nummer von der Karte, die ich nicht mehr habe. Aber das ist. Okay, aber die war So. mal so. Ja, die war mal so. Und du weißt jetzt, Also, wie die PIN-Nummer ist, richtig? wenn du an Ei denkst, genau, das im Dreizack aufsperrst und dann die 7 Zwerge darunter sind, die du mit den Händen wegmachst, dann weiß ich, es ist die 0375. Und allein dieses Bild, was du in meinen Kopf vorgezaubert hast, du kannst es nicht mehr nicht denken, weißt du? Siehst du, du kannst es nicht mehr nicht denken. Also wenn du so eine PIN-Nummer hast und machst dir so eine Geschichte darum und die so schräg ist, so blöd ist, dann kannst du das einfach nicht mehr vergessen, oder? Kannst du Ja, nicht mehr siehst du, vergessen. und das haben wir bewiesen und das hast du wahrscheinlich noch nie gemacht mit jemandem, dass es das auch in die andere Richtung funktioniert. Ich erzähle dir eine Nee, da Geschichte. muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das erste Mal, dass jemand mir seine Siehst du? Geschichte erzählt hat und ich dann Siehst seine du? PIN-Nummer weiß, die es zwar nicht mehr gibt, ja, und Ja, das ist aber unnützes immerhin. Wissen, aber du kannst mir jetzt deine aktuelle nochmal kurz verraten. Ja, da müsste ich mir erst eine Geschichte zu ausdenken. Nein, Ja, klar. Ja, nee, aber klar. ich will einfach Also. nur ganz praktisch zeigen, dass man mit diesem Ding, was ich hier gezeigt habe, unvergesslich was anfangen kann. Weil du stehst ja oft davor, ja, oh Mensch, wie war das jetzt noch? Und wichtig ist die richtige Reihenfolge. Ich habe das auch mal schon früher verdaddelt, dann habe ich das falsch assoziiert, dann hatte ich erst die 5 und dann die 7, also erst die Hand. Ich hatte nämlich zu Anfang für die 7, gibt es ja auch, bei anderen Gedächtnistrainer ist das ein Wimpel. So, den Wimpel halte ich in der Hand. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Ich halte den Wimpel in der Hand. Ja, habe ich erst die Hand und dann den Wimpel oder habe ich erst den Wimpel? Der steht ja nicht vor Leine und dann die Hand. Deswegen sind die Zwerge so cool. Die sind viel besser, weil die Zwerge sind da und die kann ich mit der Hand wegwedeln. Das ist eine Technik, ja. Und da gibt es natürlich wesentlich mehr Techniken, also die auch diese ganzen Gedächtnisweltmeister anwenden. Und letztendlich, wenn man dieses Geheimnis lüftet, dann sagt man, kann das so einfach sein? Kann das wirklich so banal einfach sein? Dann sage ich, ja, und es muss einfach sein. Weil wenn es nicht einfach ist, dann ist es ja schwer. Und das soll es ja nicht. Genau. Aber da gibt es ja so coole Dinge und Effekte. Also, das ist ja auch irgendwo wissenschaftlich belegt und so etwas. Es gibt ja zum Beispiel so einen Zeigarnik-Effekt. Ganz cool. Was ist das denn? Ich habe das gelesen. Ich fand das sehr plausibel. Was ist ein Zeigarnik-Effekt? Ja, sagst du kurz mal. Ja, ich sag's kurz. Ich konnte es mir ja merken. Das heißt, manchmal ist es ja so, du hast irgendwelche Dinge gemacht und hast du die abgeschlossen. Das heißt, also, das ist, als wenn du eine Kiste zumachst, abgeschlossenes Projekt. So brauche ich mich nicht mehr darum kümmern. Dann vergesse ich es auch nach einer Zeit. Weil es ist ja abgeschlossen. Ich brauche ja nichts mehr damit tun. Also, ist das dieser Zeigarnik-Effekt? Genauso ist es. Okay. Weißt du, und das ist etwas, was unser Gehirn im Prinzip einen mentalen Haken dahinter macht. Und in den seltensten Fällen vergessen wir ja Informationen. Wir finden sie bloß nicht. Also du bist bei einer Person oder du triffst eine Person und du sagst,
Menschlich kenne ich. genau. Ich kenne dich. Wir haben uns vor 2 Wochen haben wir uns kennengelernt. Du hast mir auch deinen Namen gesagt. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Dann verabschiedest du dich bei der Person, meistens umso herzlicher, weil du ja den Namen vergessen hast. Ja. Drehst dich um und sagst: Mensch, das war der Meier Müller-Huber oder der Gast. Also, du hast den Namen nicht vergessen, sondern zu dem Zeitpunkt, wo du die Information benötigt hast, bist du nicht drauf gekommen. So, also, du hast eine Information, die sickert runter, da kommt ein bisschen Staub drauf. Und du weißt nicht, wo du die Informationen zu suchen hast. Und was ich halt mache mit den Techniken ist, ich klebe ein Label dran, wo du Okay. genau weißt, ah, hier, da ist der Name, such mal da in deinem Kopf, hol den genau dort wieder raus. Und auf einmal, fupp, ist der Name wieder da. Also, ich lasse nicht Staub auf die Information fallen, nur weil ich da so ein Label dran geheftet habe, wie so eine Art Post-it, weißt du? So kann man das sagen. Und der Zeigarnik-Effekt ist genau das Gegenteil. Du machst einen mentalen Haken dahinter, brauchst du sowieso nicht mehr dich hier drin erinnern. Naja, und damit unsere Zuhörer wirklich was Richtiges lernen und sagen, oh Mensch, das war aber ein interessanter Talk, da wollen wir auch nochmal über die Ebbinghausche Vergessenskurve sprechen, ne? Das heißt, das ist ja immer so, ich sitze bei einem Vortrag, ich höre mir was an und nach einer gewissen Zeit, so nach 20 Minuten, weiß ich nur noch 40% davon. Und je mehr die Zeit voranschreitet, also kann man sich kaum noch an was erinnern. Die Kurve gilt allerdings nicht für meine Frau. Der habe ich vor 1,5 Jahren versprochen, Gartenhaus zu bauen. Das weiß die immer noch. Und da werde ich auch regelmäßig darauf hingewiesen. Das ist natürlich blöd, ne? Ja, aber was macht man jetzt damit? Diese Kurve. Also Ebbinghaus hat gezeigt, du brauchst immer eine gewisse Wiederholung. Weißt du, das Gedächtnis fällt ab und dann brauchst du eine Wiederholung, dass es auf einem höheren Niveau wieder bleibt. Und deswegen heißt es letztendlich, nach 40 Minuten darfst du die erste Wiederholung machen, spätestens. Also 20 bis 40 Minuten die erste Wiederholung. Die zweite Wiederholung nach 24 Stunden. Eine dritte, vierte, fünfte Wiederholung verteilt auf die nächsten 3 Tage. Ja? Und dann empfehle ich noch eine sechste Wiederholung nach einem Monat und eine siebte Wiederholung nach einem halben Jahr, damit wirklich jede Information vom Ultrakurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis transportiert ist. Jetzt möchte ich mal von dir einen richtig praktischen Tipp haben, und zwar zu den Dingen, die so wichtig sind. Also wir Redner und auch viele andere, die sich interessieren für Dinge im Leben, die lesen Bücher. So. Das Schlimmste an diesen Büchern, also ich habe ja immer sowas hier, wenn ich ein Buch lese, ich habe ja immer so einen Ja, Edding-Stift, super. ne? Und Super. auch, so. Das heißt, wenn ich das nächste Mal das Ding aufschlage, dann weiß ich, aha, gelbe Farbe ist wichtig, rote Farbe bitte unbedingt nicht vergessen, blaue Farbe, naja, da könnte ich vielleicht drüber diskutieren, also man kann das mit verschiedenen Farben. Das Problem ist allerdings, so jetzt habe ich das Ding gelesen und dann stelle ich fest, ja, weiß ich nicht mehr. Wie kannst du helfen? Wie kann ich mir Ja, also wenn du zum Interesse. Beispiel ein Buch hast. Ja, Und sagst, genau. Mensch, das ist ein Fachbuch oder Sachbuch oder je nachdem, egal was für Literatur du wählst, empfehle ich daraus ein kleines Mindmap zu machen. Und zwar, dass du jeden Absatz dir anschaust von dem Buch, der für dich wichtig ist, und daraus wieder erstens ein Schlüsselwort generierst. Und dieses Schlüsselwort darfst du dann in ein kleines Mindmap hineinbringen. Wenn du dieses Schlüsselwort erklärt haben möchtest, bedeutet es, dass du dieses Schlüsselwort nochmal unterteilst in Verzweigungen und einfach in die Tiefe weiter reingehst, mit anderen Schlüsselwörtern, die dir helfen, das Hauptschlüsselwort zu beschreiben, zu definieren. Okay? Also das ist eine Übung, das ist eine Aufgabe, die darfst du halt einfach machen. Und wenn du es nicht machst, dann hast du ja nur den visuellen Reiz, indem dass du die Zeilen liest. Also du verschenkst den kinästhetischen Reiz, dass du schreibst, dass du es dir vielleicht selber vorsagst, dass du kinästhetisch dir die Lippen bewegst, dass du es hörst über diesen auditiven Reiz. Also je mehr Reize du da beim Lesen anwendest, umso merkwürdiger ist es fürs Gehirn, umso würdiger ist es zu merken. Ja? Also deswegen empfehle ich tatsächlich, wenn es wirklich wichtig für dich ist, schreib es nochmal. Wer schreibt, der bleibt. Heißt ja, ja? Also von der Seite aufschreiben, wichtig, und daraus nochmal ein Kondensat, einen Espresso von dem Gelesenen machen. Nun stelle ich aber auch fest, es gibt ja einige Sachbuchautoren, die schreiben, also so in Faktendeutsch. Und dieses und jenes und so. Und da habe ich immer Schwierigkeiten. Wenn mir aber Leute was in Bildern erzählen, dann kann ich Ja. mir merken. Dann habe ich eine Geschichte, da habe ich eine Story, dann weiß ich so, ah, das war das. Und im Grunde genommen ist der Fakt, den ich da gelernt habe, genau der gleiche, als wenn mir das jemand theoretisch, wissenschaftlich, formelhaftig fundiert erklärt hat. Genau, Das ist also das Gleiche. der Schlüssel ist, in Bildern zu denken. Weil wenn du es rational nur abspeicherst, also vielleicht hast du schon mal gegen Kinder Memory gespielt. Oh, kannst vergessen. Sagerland, kennst du dieses Spiel Sagerland? Nein.
Sagerland ist ein Spiel, das ist sehr toll. Man geht also in so einen Feenwald und da sind Bäume, Tannenbäume. Und unter jedem Tannenbaum ist ein Bild. Und das musst du dir merken, wenn du da hinkommst. Und es gibt bestimmte Aufgaben. Und damit du weißt, wenn du drankommst, darfst du das aufdecken und dann hast du einen Punkt oder kannst du das holen. Und Kinder sind immer besser. Kinder sind Kinder, immer besser. Die wissen, an welcher weißt Stelle du, dieses Bild. wie merken Kinder sich ein Memory-Kartenspiel oder solche Geschichten? Die nehmen das als Bild wahr, die sagen, die Karte und die Karte passen zusammen. Super. Was machen wir Erwachsene, wenn wir versuchen, ein Memory-Kartenspiel uns abzuspeichern? Wir Wir versuchen sagen, uns die Lage zu merken, genau, vielleicht. dritte Zeile von oben, vierte Karte Ja, von rechts, fünfte Zeile von unten, vierte Karte von links. Decken es genau. auf, scheiße, passt nicht, decken es wieder zu. Also wir versuchen es rational abzuspeichern und das ist leider Gottes nur begrenzt machbar. Und diese ganzen Techniken, die ich erkläre, zielen extrem auf die Emotion ab. Und zwar nicht nur auf die visuelle, sondern auf die ganzheitliche Emotion, dass du wirklich mit allen Reizen lernst. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf das Wissen wieder zugreifen kommst, massiv gesteigert. Und du dann bekommst du diesen Vorsprung durch Wissen. Dann wirst du bei von deinen Mitmenschen als intelligent wahrgenommen. Dann wirst du als Ratgeber aufgesucht. Weißt du, wenn du ein fittes Gehirn hast. Und dann sagen einige, ich muss mir doch nichts mehr im Kopf abspeichern. Habe doch Ich ein habe doch mein Handy. Handy. Wie viele Ja. Telefonnummern kannst du heute noch auswendig? Ganz ehrlich, Udo. Naja, also bei Telefonnummern bin ich gar nicht schlecht. Ich kann relativ gut, weil ich mir die immer in Gruppen merke. Okay, und wie viele Telefonnummern kanntest du doch vor 15 Jahren auswendig? Ehrlich. Mehr oder weniger? Da könnte ich wahrscheinlich mehr, viel mehr. Wahrscheinlich mehr. Und das Ja, geht den wahrscheinlich meisten mehr. Menschen da draußen so. Ja. Und tatsächlich. Da gibt es so einen schönen Spruch, man müsste noch mal 20 sein mit den Telefonnummern von heute, ne? Glaube ich, den man so sagt. Ja, genau. Also und das ist wieder das Problem, was wir haben. Wir verlagern das Gedächtnis nach außen. Wir haben einen Laptop, Internet, Wikipedia. Wir müssen uns letztendlich ja gar nichts mehr merken. Und das ist der große Irrglaube, weil wenn wir kein Basisraster an Wissen im Kopf mehr haben, können wir kein Transferwissen mehr herstellen. Ist das nachvollziehbar? Ja, ist es auf jeden Also du Fall brauchst ein nachvollziehbar. breites Wissen, um Genau, intelligent denken zu können, ja. damit du Transferwissen wirklich neu verknüpfen kannst. Und dann musst du das Wissen im Kopf haben, weil es bringt dir nämlich nichts, wenn du das Wissen irgendwo abgespeichert hast, was nicht im Kopf ist, wo du nicht damit arbeiten kannst. Und viele glauben ja, oh, ich kann mir überhaupt nichts merken. Ich verlege immer meinen Schlüssel. Und dann sage ich, ey, ist doch nicht wichtig, dein Schlüssel, weil du hast es nicht vergessen, du hast es dir ja gar nicht gemerkt. Du Ja, hast es nicht genau. Und gemerkt, wo das ist dein der Schlüssel absolute ist. Brain Talk, Brain Ja. Hack, den ich dir jetzt mit an die Hand geben darf, mein Lieber. Na, Wie kannst du jetzt. dein Handy oder deinen Schlüssel wieder, dass du den nicht mehr vergisst oder immer weißt, wo du den Okay. abgelegt hast? Und zwar, ich meine, es ist mir früher auch oft passiert und habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass mir das passiert, weil ich diese Aktion, mein Handy, weißt du, im Gespräch mit dir lege ich das irgendwie Seelen, Gedanken verschwunden irgendwo hin und ich konzentriere mich nicht darauf, das Handy da abgelegt zu haben. Deswegen, ich mache da kurzen, bewussten Prozess draus. Ich sage, liebes Handy, ich lege dich jetzt hier auf dem Tisch ab, ich hole dich in 2 Stunden wieder ab. Lauf nicht weg. Das ist ja Das mache cool. ich natürlich jetzt nicht auf Außenlautsprecher, Das verstehe ich schon. sondern das sage ich zu mir selber. Und dadurch hast du einen bewussten Prozess draus gemacht, Udo. Und nachher, wenn ich das Handy wieder suche, weiß ich, weil ich es bewusst gemacht habe, wo das Handy, der Schlüssel, die Geldbörse oder sonst was liegt. Gibt es irgendwelche Tipps? Also ich weiß ja, du bist jemand, der kein Alkohol trinkt. Genau. Das musste ich erfahren. Habe ich gedacht, Genau. ey, mit Markus kannst du niemals einen trinken, wenn es um Alkohol geht. Und das Ja, finde ich wobei ich kann auch cool. ohne Spaß Alkohol trinken. Eben. Viele glauben, sie müssen Alkohol haben, damit sie lustig sind. Und das Tolle ist, also wer Markus kennt, der kann lustig sein. Viel lustiger als manche, die, nenne ich Naja, mal. also ich sag mal, also ich hatte früher auch den einen oder anderen Rausch, also von der Seite, gell. Ich weiß noch, meinen letzten Rausch, den ich hatte, den wirklich letzten Rausch, den hatte ich mal auf eine Flasche Bärensen-Apfel, die ich Gott, oh Gott, ausgetrunken oh habe. Gott. Ja, das Ich ist habe ein schlimm, Bild, ich weiß. ich hab so ein Bild von Kopfschmerzen. So Nein, ein also Bild. das war das und das war nicht lustig, sage ich dir. Und weißt du, ich bin oft bei Firmen eingeladen, wo es am Abend vorher noch so ein Abendessen gibt und da gab es immer das ein oder andere Glas Wein. Und ich habe bemerkt, dass wenn ich das getrunken habe, also war nicht viel, ein, zwei Gläser, dass ich am Tag drauf, wenn ich den Vortrag gehalten habe, unkonzentrierter war, ich hatte ein bisschen Kopfweh, ich war nicht so wach, ich war nicht so geistig flexibel. Und es war dann einfach eine bewusste Entscheidung, die ich gesagt habe, du, ab heute
nur noch Wasser. Und deswegen hier, ich habe mein spezielles Wasser immer da, das filter ich Ja, selber. Seitdem ich das trinke, das ist, ich habe früher auch ganz normal aus dem Leitungswasser, das ist jetzt speziell gefiltert, trinke ich doppelt so viel. Ich bin wesentlich klarer im Denken, ich bin hellwach, ich brauche weniger Schlaf, ich bin geistig flexibler, und es tut meinem Körper dazu noch gut. Ich trinke keinen Kaffee mehr, keinen Alkohol, keinen Schnaps, keine Säfte, nur noch Wasser. Also ich kann das unterstützen, weil die Frage, die sich anschließt, was können wir tun, damit wir länger geistig fit bleiben? Ich weiß zum Beispiel bei meiner Schwiegermutter, die ist 95 geworden, aber zum Schluss war es ein bisschen schwierig, weil sie dement war. Aber was sie auch nie gemacht hat, sie hat nicht getrunken. Also wenn du ihr 1 Liter, 2 Liter hingestellt hast, vielleicht ein Glas, ja, ich trinke doch ein halbes Glas Tee am Tag und dann vielleicht abends nochmal. Ich meine, da kann da oben da gar nichts mehr durchbluten. Weißt du, Man und in trinkt gewisser nur. Weise ist es eine Entschlackung, Okay. was du deinem Körper gibst. Und du schaffst es, dass das Blut dünner wird natürlich. Und wenn du gutes Wasser trinkst, also wirklich hochwertiges Wasser mit einem niedrigen Sieverswert zum Beispiel, schaffst du es tatsächlich konzentrierter zu bleiben, weil die Zellen einfach schneller arbeiten. Der Neurotransmitter, der im synaptischen Spalt von links nach rechts, also von der Synapse zu der Zelle dann rüber schießt, der geht dadurch einfach schneller. Du bist klarer, du kannst einfach schneller denken. Nur weißt du einfach alles andere, diesen ganzen Scheiß an Säfte weglässt oder sowas. Oder Cola noch, das zuckerhaltige. Ja, Zucker, das ist ja das, also das ist ja die Geißel der modernen Gesellschaft. Zucker, 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 überall ist Zucker. In Ja. Leberwurst ist Zucker drin, in Ketchup ist Zucker drin. Wozu? Warum gehört das da rein? Wir haben uns so dran gewöhnt an dieses Zuckerzeug. Also, Das das Zucker, ist der schon cool. Zuckerscheiß, der hat wahrscheinlich hunderte von Menschenleben Ja. mehr gekostet, hunderte Mal mehr Menschenleben gekostet, als irgendwelche Virusse, die da draußen gerade rumhängen. Ja, da bin ich auch von überzeugt, dass das so ist. Man muss ja aufpassen, was man hier. Man Ja, ist ja gleich wir. irgendwo. Oh. Also, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, ich bin ein Wahrheitsfinder. Ja, das hört sich gut an. Wahrheit, wenn das klingt klasse. Oh Gott. Ja, also, weißt du, und auch das, was Corona letztes Jahr mit unseren Kindern gemacht hat, ja, mit Homeschooling und so weiter, ich sag's dir, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Was dafür, ich war ho heute in der Früh, habe ich das Radio wieder angehört, und man darf ja eigentlich gar nicht mehr Nachrichten hören, aber Nee. die ganzen Nothilfestationen, die über die Ämter angeboten werden, die sind gerade überlaufen von Eltern, die keinen Plan mehr haben, weil die Kinder einfach depressiv werden, sind unausgeglichen, Lernschwierigkeiten, was da für Probleme in den Familien gerade sind. Das geht auf keine Kuhhaut mehr. Und das will aber keiner hören, weißt du? Ich will mal so sagen, also man könnte ketzerisch sagen, es ist ja schwierig, das jetzt so zu sagen, aber Nachrichten, schlechte Nachrichten sind ein Impfprozess. Ein Impfprozess und eine Immunisierung gegen gute Nachrichten. Weil wenn du immer was Schlechtes hörst, dann sagst du, das ist doch also fürchterlich, das ist alles so doof. Ach, wie soll das alles werden? Du hast dann keine Hoffnung mehr, weil du immer was Schlechtes hörst. Hörst immer schlecht, 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 schlecht. Deswegen Empfehlung von mir, hör keine Nachrichten mehr. Und mir geht es seitdem deutlich besser. Ich bin Das ist gut. glücklicher, ich bin fokussierter, ich bin witziger, ich bin gesünder und ich mache mir keine schlechten Gedanken. Also für die, die jetzt zuschauen, die werden was sehen. Rechts und links oben, da gibt's was. Und weil du sagst, du bist witziger, ich muss erzählen, ich habe Markus kennengelernt auf so einer Contra, so einer Messe für Marketer. Abends, ich quatsch ja jeden an. Ich quatsch ihn einfach an. Ich sage, du bist doch der Markus Hofmann. Ja, der bin ich. Und wir merken sofort, dass wir eine Basis haben, weil wir konnten uns für Witze begeistern. Wir haben auch immer noch mal vor, vielleicht klappt das irgendwo auf einer Bühne, uns auszutauschen, Witze zu erzählen. Und jetzt hat der Markus ja was gemacht. Der hat gesagt, ich schreibe mal ein Buch. Und das hat er mir geschickt, ein wunderbares Buch hier, Witz, komm raus, du bist im Single. Ich habe das am Montag bekommen, habe es bis hierhin durchgelesen. So, weil mehr Zeit hatte ich leider nicht. Aber du bist schon weit gekommen, sage ich dir, ja? Innerhalb von der kurzen Zeit. Also wirklich Chapeau. Also, weißt du, das Buch, das habe ich ja,
in der Corona-Zeit habe ich das ja geschrieben. Also. Und was ich ja ganz cool, ich muss das mal den Zuschauern zeigen. Wisst ihr, was hier drauf steht? Normalerweise sind diese Bücher, sehen die so aus. Jetzt hat der sogar vorne was draufgeschrieben. Da steht hier, bleib unvergesslich. Wenn du Das war das. das Teuerste mit dem ganzen Buch, dieser Das habe Druck ich mir da vorne gedacht. drauf. Und es sind ja Bilder drin ohne Ende. Es sind Witze drin, ganz hochkarätige Dinge. Und das ist unglaublich. Und Das sind lauter Kracher, keine Weichspüler. Ja? ja, und ja, also das ist auch so, also die man vielleicht nicht jedem erzählen kann. Man muss immer vorsichtig sein, was Ja, erzählst aber du? das sind meine Lieblingswitze, weißt du? Aber die Genau. sind wirklich, wirklich gut. Ich, ja. Die sind richtig gut. Und was er denn noch macht in diesem Buch, das sind ja nicht Ja, bloß. du, lieber Udo, ich muss ja dazu sagen, nicht, dass man das in den falschen Hals bekommt. Ich habe dieses Buch geschrieben, nicht, dass man ein Witzesammelsurium hat, sondern Eben. ich zeige anhand von Witzen, wie man diese Techniken der Gedächtnisweltmeister anwendet. Also du lernst diese Lernstrategien anhand von Witzen kennen. Also, und was gibt es Geileres, habe ich mir gedacht, Lerntechniken lernen mit Witze zu verknüpfen, so dass du gar nicht merkst, dass du lernst. Und da vergisst du wirklich die Zeit, weil du permanent lachst. Und ich sage immer, Humor ist das beste Vehikel, um Wissen zu transportieren. Soll ich dir mal zeigen, dass das wirklich funktioniert? Ja, hau raus. Also das funktioniert wirklich, weil der Markus erzählt oder berichtet hier über 10 Witze und da kommen nochmal 10 dazu und dann zeigt er mir eine Technik, wie man es machen kann. Jetzt probieren wir, also das haben wir nicht geprobt, wir wissen das gar nicht. Wir probieren es einfach mal. Also, wir stellen uns vor unseren Körper und auf 10 Teile unseres Körpers, da packen wir einen Witz drauf. Also, Na, das musst du so erklären, lieber. Also, erzähl. du brauchst diesen mentalen Briefkasten. Du Ja, brauchst genau. diesen Ort, wo du einen Witz ablegst. Weißt du, wenn du jemanden einen Witz erzählst oder wenn du jemanden fragst, erzähl doch mal kurz einen Witz. Dann werden viele sagen, wollte mir fällt keiner ein. Dann beginnst du den einen oder anderen Witz zu erzählen und dann sage ich, ach ja, da fällt mir auch noch einer ein, weil ein Schlüsselwort gefallen ist, das in meinem Kopf was angetriggert hat und sagt, ach ja, da habe ich einen ähnlichen Witz. Oder den Witz kenne ich schon. Sondern jetzt musst du diesen Witz, wenn du einen guten Witz hörst, dort ablegen, wo du ihn wiederfindest. Und dafür gibt es die Körperliste. Und das ist eine meiner Lieblingslisten, diese Körperliste. Und da habe ich den Körper eingeteilt in 10 mentale Briefkästen. Unten beginnen bei den Zehen und hier oben bei den Haaren auf. Und die habe ich jetzt mit Schlüsselwörtern von den Witzen verknüpft. Wenn ich zum Ja. Beispiel, ja, wenn ich zum Beispiel bei Tauchern bin, oder Taucher, Taucher, Witze erzählen, Taucher, Witze erzählen, Taucher, Witze erzählen und ich wackel hin und her auf dem Stuhl und sage, ah, Hintern, Hintern, Po, ich habe da einen Witz gespeichert, weil im Po passt eine Haifischflosse wunderbar rein und die ist so unangenehm. Und da würde ich jetzt einen Witz, wir wollen den nicht erzählen, weil wir nehmen den Leuten das Vergnügen an diesem Buch. Aber ich Aber du hast vielleicht die Chuck Norris-Witze hast du noch gar nicht gesehen, oder? Hast du die Chuck Nee, die Norris-Witze? kenne ich noch gar nicht, aber ich kenne jetzt, also ich könnte dir Okay, sagen, pass also auf. Dann frage ich dich, erzähl. wie viele Liegestützen schafft Chuck Norris? Keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. Alle. Das ist wieder so ein Kracher, ja genau. Aha. Das Wie trinkt Chuck Norris aus dem Wasserhahn? weiß ich nicht. Auf Ex. Wie klingt es, wenn Chuck Norris angeln geht? Du, du und du rauskommen. Also das ist cool. Ich wollte jetzt unter Beweis stellen, dass das funktioniert, ne? Mit diesen Witzen, die man da erzählen kann. So, Ja, also also. der Schlüssel ist tatsächlich also, dass du in dem Moment auf einen Witz zugreifen kannst. Und letztendlich sind die Witze bloß ein Platzhalter. Ja, das stimmt. Die Witze sind nur ein Platzhalter, weil wenn du die Technik weißt, wie es gut funktioniert, dann kannst du anstelle von einem Witz, also wenn du 10 Witze erzählen kannst, Ja. dann bist du 20 Minuten am Erzählen. Hast du 20 Minuten freie Rede. Deswegen finde ich Witze erzählen schon cool, Das dass du ist cool. einfach die Fähigkeit erlernst, nicht nur zu erzählen, zu präsentieren, wie machst du eine dramaturgische Pause, wie machst du eine Dramaturgie insgesamt, dass du einen Witz aufbaust und so weiter. Und 10 Witze zu erzählen, da kannst du schon mal 20 Das Minuten, ist cool. Ich kann das mich ist cool, erinnern, ja? auf einer Weihnachtsfeier zur Zeit, als ich noch Krankenpfleger Intensivmedizin war, da habe ich auf der Weihnachtsfeier, weil die war so blöd und langweilig, da war nichts, habe ich angefangen, Witze zu erzählen. 1,5 Stunden. Ich habe 1,5 Stunden Witze erzählt. Damals hatte ich auch noch mehr drauf von diesen Witzen, weil ich die einfach cool fand. Ich habe zum Beispiel einen gehört, den kennst du auch, Günther Willumeit.
Den Sagt dir kenne ich das nicht, was? Das nein. ist ein Zahnarzt, der ist leider mittlerweile verstorben und der hat immer sehr schöne Witze erzählt. Also die waren immer so, ja, auch mit Dialekten und sowas alles. Also das war immer eine coole Geschichte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht immer. Na, zum Beispiel, Aspreisen kannst du auch, Aspreisisch, verstehst du? Nein. Das verstehst du nicht? Das Nee. gibt's ja nicht. Da probieren wir es mal auf den Zug von nach Königsberg. Nach Königsberg sitzt so ein Mariechen, hat einen kleinen Kret auf dem Arm, also so ein kleinen, ne, weiß, kleinen Kret. Und so. Auf einmal fängt der Kret an zu schreien. Na, sagt sie, dem ist durstig. Na, macht sie frei, macht sie links frei, legt dem an. Kret will nicht saufen. Nu. Sagt sie, was ist jetzt? Da macht sie rechts frei, legt ihm wieder an. Der Kret will immer noch nicht saufen. Du Arsch, Kret, sagt sie, wenn's jetzt nicht saufen willst, kriegst du der Schaffner. Ach, Das war so Willumite, also das war Willumite. Okay, das ach, war so okay, ja, bin ich eine jetzt von schaffen. dieser Sachen. Also das fand ich immer eine ganz coole Geschichte. Und du bist ja der König auf der Party, die Leute scharen sich um dich, wenn du Witze erzählen kannst. Ja gut, also das ist tatsächlich so, weißt du, wenn du einen guten Witz erzählst und dabei extrem cool bleibst, dann, also oft ist es ja so, in einer Runde ist, erzähl doch mal einen Witz und dann zumindest, wenn du einen guten schon mal abfeuern kannst, das ist schon Ja. mal, Und da bist du schon mal vorne mit dann dabei. kommt ja die Assoziation, weil wenn du einen erzählt hast und da kommt der nächste und dann kommt die Geschichte hier oben, weil du weißt, da weiß ich auch noch einen. Da weiß ich auch Cool. noch einen, genau. Aber wir haben sie jetzt ja abgespeichert. Also zum Beispiel auf meinen Zehen sind jetzt diese Die Cowboy-Stiefel, Cowboy-Stiefel, genau. Aus ne? Krokodilleder. Ja, aus Krokodilleder, auf dem Knie, da kommt dieses Bier raus. Oh, Also, den können wir erzählen, oder? ja, Soll ich ihn natürlich können wir erzählen? den erzählen. Ja, selbstverständlich können wir den Also, erzählen. der Erdinger-Chef, der Paulaner-Chef und der Augustiner-Chef sitzen im Biergarten und der Augustiner-Chef bestellt sich einen Augustinerweizen, der Paulaner-Chef einen Paulanerweizen und der Erdinger-Chef bestellt sich ein Glas Milch. Da schauen die anderen zwei ihn an und sagen so, warum bestellst denn du dir jetzt ein Glas Milch? Dann sagt er, wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich auch keins. Ja, der ist aber für einige schon böse, aber der ist gut. Also Einige ist schon der, böse, ja. Also ist ja so die ja. Augustiner-Religion, also von der Seite. Ja, Auch nicht. wir können weitergehen an den Oberschenkel, da ist so ein Gorilla, ganz klar. Es geht weiter mit dem Bauch, also wo so eine Geburt Vorher stattfindet. kommt noch der Popo mit der Ja, Haifischbrust. der Popo ist klar. So, aber welchen ich ja gut finde, ist die Brust. Da gibt es ja zwei verschiedene. Ich habe mich für den einen entschieden mit den beiden Einschusslöchern hier. Weißt du, Also, mit den willst du beiden Wissen Einschusslöchern. erzählen? Komm, Ja, erzähl, okay, hau der finde ich raus. gut. Banküberfall, ne? Oder schießen und so weiter, Geld her oder Leben. Ach du Scheiße, alles ist verängstigt und so, macht nichts, geht auf den Boden und so. Naja, und dieser Bankräuber, das ist so ein ganz brutaler. Das ist so einer, wie wir bei 22 Miles zum Beispiel gesehen haben. Da wird nur geballert und nur geschossen. Und der guckt sich an, der macht noch so eine Überprüfungsrunde. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ja, ich habe es gesehen. Tot. Ach du Scheiße, jetzt geht es weiter. Das ist der Filialleiter. Hast du gesehen, was ich hier gemacht habe? Ja, ich habe es gesehen. Er geht raus. Da steht die Frau mit ihrem Mann. Und dann sagt er, hast du gesehen, was ich getan habe? Nee, ich nicht, aber mein Mann. So ähnlich, ne? So ähnlich, genau. Genau. Und deswegen sage ich, es ist auch gar nicht so wichtig, dass du es wortgetreu die Interpretation. Jeder hat ja eine eigene Genau, Interpretation. also der Punkt ist letztendlich, du darfst natürlich dann den einen oder anderen Witz darfst du natürlich dann öfters erzählen, damit er auch dann witzig wird. Gell? So ist es. Toll. Und nochmal, Witze sind tatsächlich nur der Platzhalter. Also ich bin ja auch in vielen Firmen, was ich dir vorhin schon gesagt habe, wo diese Argumente fürs Kundengespräch oder Kinder, die ich hier beim Lerncoaching unterstütze, dass sie bessere Noten schreiben, ja, und Spaß beim Lernen haben und auf einmal nach der Schulzeit immer noch Interesse haben, sich was Neues zu lernen. Und da, um das geht es letztendlich. Also und dieses Witz komm raus ist witzig und es ist der Einstieg in ein richtig unglaublich gutes Gedächtnis. Ja, weil danach hast du erstens mindestens 40 Witze auf Lager und auf der anderen Seite weißt du, wie die Techniken funktionieren und kannst sie im Alltag überall anwenden, wo du es benötigst.
Also so cool, ich kann dieses Buch nur wärmstens empfehlen, obwohl ich nur die Hälfte gelesen habe, aber ich weiß ja noch, dass Chuck Norris auf mich wartet. Ich bin Genau, die sind richtig cool. Ja. so. Chuck Norris hat mehr Leute vermöbelt als IKEA. Der ist auch sehr gut. Aber jetzt haben wir im Hintergrund etwas, sehen wir, und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Jetzt werden wir noch mal einen Tick ernster, weil eins der großen Probleme gerade jetzt in der Corona-Zeit ist, dass Kinder zu Hause sitzen, Eltern sind überfordert im Homeoffice, die Kinder quaken rum, die kommen mit Themen, wo die Eltern sagen, oh, ich weiß das jetzt gar nicht, ich kann dir gar nicht mehr helfen. Und da ist es so wichtig, jemanden zu haben, der helfen kann. Und du hast eine Initiative ins Leben gerufen, findet das über ganz Deutschland, findet man Lerncoaches. Erzähl mal bitte darüber, was ist das? Was Ja, ist das? das ist tatsächlich aus der Not eine Tugend gemacht, weil viele Lehrer oder Eltern vor allen Dingen sagen, du, ich habe echt Stress mit meinen Kindern beim Hausaufgaben machen. Ich habe, es ist dieser Lernprozess Nachmittag Vokabeln lernen, das endet meistens im Streit. Und was die Kinder oft dann lernen und abspeichern ist, dass Lernen schwer ist, dass Lernen keinen Spaß macht. Und genau das soll es ja nicht sein. Ich möchte, dass Kinder sagen, du am Nachmittag, ich ziehe die Hausaufgaben jetzt durch. Mir macht Vokabeln lernen tatsächlich Spaß. Ich habe Eltern an der Hand, ich habe Eltern, die mich begleiten bei meinem Lernprozess. Die wissen, wie sie mit ihrem Kind umgehen. Und zwar nicht in dieser hierarchischen Sache, ich bin Eltern, ich sage dir jetzt, wie du zu lernen hast und was du zu lernen hast, oder Lehrer, Schüler, sondern dass du, und da suche ich tatsächlich Menschen, die mit mir gemeinsam eine Delle ins Bildungsuniversum schlagen. Ich möchte Menschen haben, ich möchte Menschen ausbilden, die die Fähigkeit haben, Kinder in ihr volles Potenzial zu bringen. Und zwar, dass sie wirklich gerne lernen und vor allen Dingen nach der Schulzeit, nachdem die komplett mal das Abitur gemacht haben, danach immer noch Bock haben, etwas Neues zu erlernen. Um das geht's doch, oder? Es geht doch Genau nicht darum, darum, genau dass darum, ja. wir jetzt Erdkunde, die Plattentektonik bis ins Detail wissen, sondern wir müssen dann nach der Schulzeit ein Grundraster an Wissen im Kopf haben und mit dem dann weiterarbeiten. Und zwar, ich muss Bock haben auf was Neues. Ich muss Bock haben, mich neuen Herausforderungen zu stellen. Und da suche ich Eltern, Lehrer, Pädagogen, Coaches, denen ich all mein Wissen an die Hand gebe, was ich zum Thema Gedächtnistraining, Lernen über die letzten 20 Jahre zusammengetragen habe. Und da habe ich dieses didaktische Konzept erstellt, dass es sind im Prinzip fünf Säulen, die ich da anbiete. Auf der einen Seite sind es natürlich diese Lerntechniken der Gedächtnisweltmeister. Ja? Also wie ich lernen muss, dass es wirklich nachhaltig im Kopf abgespeichert bleibt. Aber die zweite Säule ist natürlich noch genauso wichtig. Lernmotivation. Was mache ich denn, wenn der keinen Bock hat zu lernen? Ja, wie motiviere ich ein Kind oder einen Schüler oder einen Mitarbeiter so, dass er sagt, ich bleibe da weiter am Ball. Ich ziehe das jetzt einfach durch. Ja? Die dritte Säule ist das ganze Thema Arbeitsorganisation. Also wann lerne ich, wie lerne ich, wo lerne ich, wie baue ich mir meinen Arbeits- und Lernort auf? Lernpläne, wie kann ich mir so mein Wissen strukturieren? Da gehört auch Mindmapping und sowas mit dazu, Kreativitätstechniken. Die vierte Bereiche sind die ganzen Lernbesonderheiten. Also was mache ich denn, wenn ich erkenne, dass mein Kind oder mein Schüler oder mein Mitarbeiter ADS, ADHS, Dyskalkulie, Legasthenie oder Hochbegabung hat? Was mache ich denn damit? Und der fünfte Bereich ist, ich zeige jedem mein Marketing, wie ich mich damit auch selbstständig gemacht habe. Wie kann ich denn Sehr da mir ein gut. zweites Standbein aufbauen? Wie kann ich denn das Lerncoaching so anbieten, dass Menschen sagen, du, ich kann da richtig gutes Geld damit verdienen. Mit Coachings, mit Workshops, mit Vorträgen und so weiter. Und dafür bringe ich die Leute in die Selbstständigkeit. Das sind diese fünf großen Säulen, die ich bei dem Lerncoaching mit anbiete. Das ist cool. Und Na, Udo, was ist denn los hier? Ja, nicht, dass du mir Nebenwirkung umkippst hier eines, noch. Nebenwirkung eines Medikamentes. Seitdem habe ich Reizhusten. Aber das ist eine andere Geschichte. Ah, blöd. Ja, Ich wünsche dir gute Besserung. Alles Liebe. Ja. alles klar. Aber genau darum geht es ja. Lust haben auf Lernen. Ich kenne so viele Leute, also in der Zeit, als ich gelernt habe, meine Ausbildung fertig, hatte ich gesagt, oh, endlich Schluss, jetzt brauche ich nichts mehr lernen. Ich sage, Ja, was für ein da geht's erst los. Blödsinn. Das ist für ein Blödsinn. Ich meine, wir leben doch davon, dass wir täglich etwas lernen. Täglich lernen Total. was Neues dazu. Und das macht das Leben doch erst wertvoll. Absolut.
Und deswegen Ja. finde ich so toll, diese Initiative, die du hast. Genau, und zwar das ist, ich bilde Memotion-Coaches aus, die können dann mit dieser eigenen Marke, können die dann auf den Markt gehen. Memotion, also wie die Mnemotechnik, Ja. mnemotion.de oder auf meiner Seite unvergesslich.de einfach mal nachgucken, da findet man, da bin ich gern bereit, dass wir gerne einfach auch mal ein persönliches Gespräch führen. Da Na gibt es klar. einen Ja, kostenlosen Kennenlernzugang auch. Also freue ich mich, wenn da viele einfach, ja, entweder sich selbstständig machen möchten, gutes Geld damit verdienen möchten oder ihren Kindern oder Schülern unter die Arme greifen möchten. so coole Dinge, so coole Ideen. Sag mal so, für die Zukunft, ich meine, die Zeit für dich war jetzt ja auch blöd, wie bei allen. Corona, keine öffentlichen Auftritte, du hast die Zeit gefüllt, du hast ja Webinare gemacht, sehr, sehr viele ohne Ende. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust, und was hast du für Ziele, für Visionen? Was steht bei dir noch so auf dem Programm, wo du sagst, das will ich jetzt unbedingt noch machen? Also es ist tatsächlich so, dass ich diesen Lerncoach größer machen möchte. Also ich möchte die Kinder befähigen, Kinder, Schüler und Erwachsene, weil letztendlich die Techniken sind ja überall gleich, wie man lernt. Also ob du das jetzt einem Kind beibringst oder einem Erwachsenen, ist ja egal. Aber dass dieser Spaß am Lernen wieder zurückkommt und dass sich jeder einfach alles merken kann und dabei noch Spaß hat. Und um das geht's. Cool, mein lieber Das ist Mann. meine Vision. Ja. Irgendwann mal in 10 Jahren 10.000 Lerncoaches ausgebildet zu haben. Okay. Das wäre cool. Das ist ein tolles Ziel. Das finde ich. Die meisten wollen immer Verkäufer ausbilden, aber ich finde, das ist doch hier viel wertvoller. Na, Viel wertvoller. das hat tatsächlich einen Mehrwert. Das Ja, hat einen Mehrwert. dass man, weißt du, und weißt du, wenn wir Menschen haben, auch in der Zukunft, Kinder und Jugendliche, die selbstverantwortlich sind, diese Selbstwirksamkeit auch erleben. Weil, weißt du, wir in Deutschland, wir haben keine großen Rohstoffe, die Genau, wir fördern haben wir können. nicht. Nein. Das Einzige, was wir haben, das sind diese 20 Zentimeter zwischen unseren Genau. Ohren. Und das macht den Unterschied aus, um unseren Lebensstandard zu halten und auch, ja, das Leben zu führen, das wir wollen. Und da bedarf es einfach kreativer, intelligenter Lösungen auch für die Zukunft. Und einen Geist, der 100% fit ist und flexibel bleibt. Darauf trinke ich. Ich trinke auch, ich stoße mit dir an. Ja, mein lieber Markus, ich habe jetzt eins vergessen. Nämlich die Zeit habe ich vergessen. Es ist so unglaublich spannend, dich mit dir zu Total, der unterhalten. Wahnsinn, Das hat gell? einen riesen Spaß gemacht. Wir werden das an anderer Stelle, vielleicht an einem anderen Ort mal fortführen. Vielleicht kriegen wir das mal hin mit den Witzen, vielleicht auf irgendeinem Forum oder wie auch immer. Je Lieber nachdem. Markus, Genau, das können wir gerne im Auge behalten. ich danke dir jedenfalls sehr für deine Zeit, für dieses Ich anregende habe und für inspirierende deine Gespräch. Kunden, ne, habe ich noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Oh, Ich hab ein kleines Hörbuch, das merke ich mir. das merke Das ich gibt es mir. entweder auf CD oder auf Okay. MP3 zum Download. Wer das haben möchte, kostet 25 Euro normalerweise in meinem Shop. Wer Ja. das haben möchte, ich schenke das deinen Zuhörern, die bis jetzt noch zugehört haben, unter unvergesslich.de/gratis. Könnt ihr euch das runterholen? Das finde ich Kann man auch cool. gerne in den Shownotes verknüpfen. Okay, genauso machen wir das. Das machen wir in die Shownotes und dann hat jeder was davon Und und man kann. kann sich das merken. Unvergesslich.de/gratis. Unvergesslich, mein lieber Markus, ein unvergessliches Gespräch mit einem unvergleichlich wunderbaren Menschen. Ich danke dir sehr. Ich danke dir auch. Alles Liebe, alles Gute. Bleibt unvergesslich. Machen wir.